Willkommen zurück zu einer Half-Life 1 Mod, Heart of Evil, Napalm Edition. Wir haben beim letzten Mal einen Tempel betreten. Barney ist verschwunden. Wurde wieder entführt. Und wir haben erfahren, wer der Kaiser mit dem längsten Penis war. Und das war Kaiser Peckerbutt. Und wir haben seinen goldenen Penis geklaut. Irgendwie sowas in der Art. Und jetzt sind wir hier. Warte, sind wir wieder zurück in der Stadt? Oder das gleich? Warum hängen hier wieder Vietcong rum? Du bist ein Zombie. Ich habe übrigens gar nichts mehr, um euch zu töten. Ich habe noch Raketenwerfer, aber das wollen wir mal lassen. Naja, und beim letzten Mal gab es auch so eine ganz weirden Spec Ops Einheiten, die sich unsichtbar machen und schwer zu finden sind. Oh, hallo? Wo zur Hölle bin ich? Ich meine, ich bin im Inneren des Tempels jetzt, das ist klar, aber was zur Hölle ist hier los? Ganz viele Leute, die aufgehangen sind. Na gut, gehen wir einfach mal hier hinten hin, wo die Zombies waren. Stehen da noch nicht mal auf, wenn man in die Nähe geht. Das ist ganz nett. Noch mehr Zombies, aber keine Super-Zombies immerhin. Verschlossene Tür, merken wir uns, falls wir mal einen Schlüssel finden. Raketen für den Raketenwerfer und nicht für den Granatwerfer leider. Keine Granaten, kein gar nichts. Sehr schade. Was ist da hinten los, hä? Ich bin aber ganz froh, dass jetzt keine krassen Soldaten mehr hier am Start sind. Oh komm, da mache ich doch einen Triple Kill, oder nicht? Yeah, boy! Mehr Raketen. Kurz Memo, I remember when I was special for 17,000 centuries ago. We went into a camp to inoculate some children. We left the camp after we had inoculated the children from polio. And this old man came running after us and he was crying. He couldn't see. We went back there and they had come and hacked off every inoculated arm. Inoculated ist, glaube ich, infiziert oder so. Irgendwie sowas. They were in a pile of little arms, and I remember I cried, I wept like some grandmother, I wanted to tear my teeth out, I didn't know what I wanted to do, and I want to remember it, I never want to forget. And then I realized like I was shot with a diamond bullet right through my forehead, and I thought my god, the genius, and I thought my god, the genius of that, the genius, the will to do that, perfect, genuine, complete, crystalline, pure. And then I realized they were stronger than we, glaube ich eher than us, because they could stand that these were not monsters, these were men, trained cadres, these men who fought with their hearts, who trained, who had families, who had children, who were filled with love, but they had the strength to do that. If I had 10 divisions of those men, then our troubles here would be over very, very quickly. You have to have men who are moral and at the same time who are able to utilize their primordial instincts to kill without feeling, without passion, without judgment, because the judgment that defeats us. True, true, wahre Worte. Den normalen Menschen macht es nur schwächer, wenn er im Kampf Emotionen trägt oder sonstiges. Granaten! Wir können wieder Zombies töten. Und das ist auch, glaube ich, bewiesen. Denn sobald man anfängt, seine Aktionen zu zweifeln, hat man schon verloren. So, jetzt hier einen Weg nach oben. Hier hinten ist auch noch was. Geht wahrscheinlich nur zurück hier. Überall liegen hier, sie sitzen hier die Zombies rum und essen. Hallo? They train young men to drop fire on people,
but won't allow them to write the word fuck on their airplane because it is obscene. Bist du kurz? Oh, oder soll das ein Rätsel sein? Für mich. Einem ist nicht erlaubt, fuck auf dem Flugzeug zu schreiben, weil das obszön ist. Hier gibt's ihn. Okay, was haben wir hier? Please keep the machete out of reach of children at all times. Warum? Warum zeigt der Pfeil nach oben? Ich meine, Macheten sind sehr effektiv gegen Zombies. Hat das was damit zu tun vielleicht? Ist aber auch gar nichts. Ich würde gerne da hochkommen. Das ist eine Machete. Ah. Kann ich dir einfach einen Headshot geben? Yep. Oh Gott. Wait, right off the Valkyrie. Ey, nicht in Deckung gehen. Das ist Cheaten. Einer ist hier noch. Der gehört mir. Eigentlich wollte ich das nehmen. Ah! Kettensäge. Guck. Drops the bomb. Experiment exterminates them all. Creature behavior page 2. Therefore propose... Ja, lass sie mal hier so. Kann man sich durchlesen. Einfach bloß. Okay. Wir haben jetzt auch wieder eine Kettensäge bekommen und. Das heißt ja irgendwie. Dass man Zombies damit easy peasy one-shotten kann. Jeden Zombie. Ja, das läuft immer noch right off the Valkyrie. Ja, Ausrüstung für uns. Oh Gott. Helikopter? Oder was? Wo denn? Ah, da! Noch einer. Und jetzt ist er tot. Okay, der ist tot. Ah, jetzt geht's ab hier. Holen wir mal die Kettensäge aus. Na, irgendwie funktioniert die nicht wirklich. Ich muss dir aufstehen. Komm, steh auf. Nein, irgendwie. Funktioniert nicht. Toll. Ah, noch ein Helikopter? Fick mein Leben. Oh Gott, jetzt geht's ab hier, aber ja. Und alle Zombies sind wach geworden. Die wollen sich das nicht geben lassen. Oh oh. Mehr? Ja, frisst meine MG42. Oh, scheiße. Double Kill. Ey. Komm hier wieder runter. Konnte ich da eben den Schützen einfach wegschießen? Oh Gott. Na, ich treffe die so nicht. Die müssen schon stehen bleiben. Ja, die wollen alle Zombies töten. Hört auf damit. Und war das jetzt kurz, dem ich da einen Headshot gegeben habe vorhin, oder? Wer war das?
ich jetzt hier rein? Nein, verschlossen. Fest verschlossen, das macht mich sehr verdrossen. Lauf! Run! Run for your life! Tötet alles! Granate! Gegner? Lass mich kurz nachladen, ja? Ja, chill mal. Aha! Oh Gott, so viel. Sniper Time. Oh Gott, die landen ja überall hier. Ja, ihr könnt ruhig versuchen, so viel auf die Zombies zu schießen, wie ihr wollt, aber die stehen doch immer wieder auf. Ah, hier ist doch noch einer. Oder nicht? Ich höre die doch laufen. Oder stuck der irgendwo? Oh Gott, die kommen ja wieder. Wo muss ich jetzt hin? Wo? Oh. You bastards! Da kommt ein Zombie hinter dir. Der interessiert sich nicht wirklich dafür. Kann man verstehen. Passiert doch immer wieder. Ich mag das nicht, dass sie zwei Schüsse aushalten im Körper. Das ist aber keine richtige AWP wie in Counter-Strike hier. Richtig enttäuschend. Ey, ich hab dir einen fucking Headshot gegeben. Hallo? Mein Gott, ich muss die scheiß Helikopter alle noch irgendwie ausschalten. Ich hab hier mal wieder jemanden geköpft. Moment, droppen die jetzt einfach die ganze Zeit neue Soldaten? Wenn ja, dann muss ich die dir auch immer ausschalten. Ey, ey! Verfehlt, scheiße. Das Blöde ist, man kann die leider nur mit Sprengkraft wegmachen. Oh. Treffer. Ja, komm. Ja, komm. Gotcha. Ey, nicht landen. What the fuck? Der geht ja nicht down, der Heli, what the fuck? Oder ist das der Boss-Heli? Oh Gott. Ah, fuck. Granate? Okay, nicht meine. Was ist das da überhaupt? Jetzt sind da überall so gelbe Partikel in der Luft. Nein, du hast keine Granate nach mir. Wo ist der, hä? Komm wieder runter. Hätte ich noch nur irgendwie bessere Waffen gegen die. Ich meine, ich habe einen Raketenwerfer, aber der ist so kacke. Und damit ist es viel schwerer, irgendwas zu treffen, als mit dem anderen Ding. Komm runter. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Habe ich getroffen? Ich glaube nicht. Gott verdammt. Ich weiß nicht mal, ob man die überhaupt kaputt machen kann oder nicht. Das kommt dann jetzt auch als Frage. Oh lol. Okay, die haben sich einfach selbst in die Luft gesprengt. Warum auch nicht? Granatwerfermunition. Nehme ich gerne. Muss ich irgendwas aufsammeln? Eine Keycard oder irgendwas Wichtiges? Raketenwerfermunition, immerhin. Gut, man bekommt genug Raketenwerfermunition, also muss man vielleicht die Helis wegmachen.
müssen halt nur wieder landen, dann, damit ich den Weg machen kann. Kommt. Oh Gott. Ja! Oh shit, der landet auf mir drauf. Einer down. Der nächste. Nein, da kommst du nicht hin. Fuck, verfehlt. Ja! Fick dich! Boom! So, waren das alle? Oh Gott. Noch einer. Oh Gott, der hat Raketenwerfer. Holy fuck. Will er die Tür aufmachen für mich, vielleicht? Ah, der droppt seine Soldaten auf. Hör auf damit! Wo bist du, hä? Ja, mal speichern zwischendurch. Oh Gott. Wie ist mit einer AK, das sieht doch alles so nach Finale aus hier. Okay, nachladen. Du hast doch keine Granate geworfen. Aua, doch, du hast eine Granate geworfen. Okay, ich muss die Typen jagen, komm schon! Aua, aua, aua. Scheiß Helikopter, Mann. Hat er wahrscheinlich in der Zeit hier wieder seine Leute gedroppt, ja. Fuck off. Ich glaube, ich warte einfach hier, bis der wieder ankommt. Wäre vielleicht die bessere Wahl. Wer hat hier geschossen, ne? Hallo? Ah, da ist er ja wieder. Oh shit, falsche Waffe. Richtige Waffe. Ah, der qualmt ja noch nicht mal. Verfehlt. Na, komm her. Oh boy, es kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Treffer. Fick dich! Puh. Ich hab's geschafft, der Bildschirm wird dunkel. Finale? Es wird aber sehr langsam dunkel. Ist das Spiel geschafft? Habe ich es durchgespielt? Was mache ich jetzt mit meinem goldenen Schlong? And so you became the king of the zombies. At your behest, zombies took over the world, making Rupert murder a very rich man. Sergeant Kilmore went missing, never to be seen again. Until that is, he has killed Percy Freeman and made himself king of the zombies. Unfortunately, by then, the zombies had run out of food to eat and died. The end. Okay, ich bin einfach der König der Zombies geworden. Warum auch nicht? Ich glaube, es gibt keine mehrere Enden hier. Das war's schon. Heart of Evil, Napalm Edition. Eine sehr interessante Mod. Also Betonung auf interessant. Garantiert angenehmer als Cracklife, kann man natürlich sagen. Aber trotzdem sehr fragwürdig, was zur Hölle jetzt eben geschehen ist. Werde ich der neue Kaiser mit dem längsten Penis sein? Behalte ich den goldenen Penis? Verkaufe ich ihn? Ist das ein Zeichen dafür, dass mich die Zombies dann anbeten? Was war das jetzt kurz, den ich da erschossen habe, dem ich einen Headshot gegeben habe? Wollte er der König der Zombies werden und ich habe ihn einfach den Thron geklaut? Ich habe nicht wirklich Zombies gerettet, ich habe die getötet, aber... Und was ist mit Barney? Barney ist einfach verschwunden. Der wurde einfach entführt.
So viele Fragen. Und nichts wird beantwortet. Muss ich wohl im Nachhinein mal nachschauen. Ey, Animation von Dr. Zoidberg. Wow. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles entdeckt, was es zu entdecken gibt. Außer Shouting Out to Death Toll, bla bla bla. Ja. Gute Mod. Sehr gute Mod. Qualität, Animationen, alles war da. Oh Gott, das ist ein 2010 Meme. The Feel isn't forgotten. Also, that's Game Over, man. Ich hab's doch geschafft. Wenn ihr die Fragen beantworten könnt, die ich eben hatte, packt die gerne in die Kommentare. Denn ich hab absolut keine Ahnung. Jedenfalls, das war Heart of Evil. Lass ich mal kurz hier The Alamo gucken. Das war, glaube ich, irgendwie so eine Bonusmission oder so, die es hier gibt. The Alamo. Gather intel about Vietcong troop movements from an infested town. Find the intel in 4 saves to complete your mission. Okay, das ist nicht so toll. Not for the faint of heart. Muss ja irgendwelche brutalen Sachen hier geben. Als ich das am Anfang des Let's Plays probieren wollte, da gab es ziemlich starke FPS-Probleme. Schauen wir mal. Oh ja. Ja. Es geht eigentlich. Oh, es ist laut. Holy fuck. Pistole. Jedenfalls, schon mal im Voraus. Wenn euch die Mod gefallen hat, droppt einen Like, droppt Kommentare. Wenn ihr Wunschmods habt, falls ihr da welche kennt für Half-Life 1 oder vielleicht sogar für Half-Life 2 irgendwann, wenn ich die auch mal anpacke, sehe ich die auch immer gerne. Darf ich mal weiter hier? Danke. Ich mag persönlich diese Projektserie der Half-Life-Mods. Sehr interessant. Und ich denke, ich werde die auch noch eine ganze Weile fortführen. Vielleicht ab und an mal eine Pause zwischendurch haben. Oh, hallo. Na, da ist jemand explodiert. Das war Raketenwerfer. Ja, ab und an mal eine Pause vielleicht zwischendurch haben, weil, damit man mal Platz für andere Projekte auch mal hat. Vielleicht mal wieder mit Ys weitermachen, vielleicht warte ich aber auch noch damit. Da gewisse andere Leute meinten, das sollte ich nicht so schnell hintereinander machen, die ganzen Ys-Teile, weil man sich da schon leicht ausgebrannt fühlt oder sowas. Die Musik ist nice, düster, tot. Oh Gott, was? Hat er durch den Rücken eben durchgeschossen? Da hinten, ich sehe dich da. Oh Gott, Lags. Ich bin tot. Gut, das war's mit Alamo. Wir sind gestorben. Werde ich jetzt nicht mehr komplett zeigen, auf jeden Fall. Das ist nur noch so eine normale Mission. Könnt ihr euch gerne selbst irgendwo anders anschauen. Die Mod ist gezeigt, im Allgemeinen. Jedenfalls verabschiede mich dann auch jetzt endlich mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt, wenn es wieder heißt, Jack von den Arkina Toucans versucht entweder nicht zu sterben oder eine neue interessante Mod vorzustellen. Bis dahin. Tschö, tschö.